Was denn? Noch nie was vom Kreislauf gehört? Geht's jetzt auf das Smartphone? Beim Handykreislauf geht es darum, die Nutzungsdauer eines Smartphones zu verlängern. Das schont nicht nur die Umwelt, sondern natürlich auch den Geldbeutel der Nutzer. Wie? Das zeigen wir euch heute bei den Netzgeschichten. Wusstet ihr, dass die durchschnittliche Nutzungsdauer eines Smartphones in Deutschland nur knapp über 2 Jahre beträgt? Und 80-90% der CO2-Emissionen eines solchen Handylebens hängen mit der Produktion und den Rohstoffen zusammen. Das heißt, wenn wir unsere Smartphones doppelt so lange nutzen würden, könnten wir jährlich eine ganze Menge CO2 einsparen. Ungefähr 40%. Und Rohstoffe spart man natürlich auch. Wie können wir also das Leben unserer Smartphones verlängern? Wenn ihr ein altes Smartphone habt, was ihr nicht mehr benutzen wollt, könnt ihr das natürlich in die riesen Schublade mit den anderen 8000 alten Handys packen. Aber viel besser, ihr könnt es auch verkaufen. Richtig gehört, verkaufen. Jetzt zuschlagen! Trade My Mobile heißt das Ganze bei der Telekom. Und hier bekommt ihr noch richtig gutes Geld für euer altes Smartphone. Ganz egal, von welchem Anbieter es ursprünglich stammt. Eure Daten werden zuverlässig gelöscht und die Telefone werden gereinigt, wieder aufbereitet und weiterverkauft. Smartphone-Level geht weiter. Kleiner Tipp, löscht auf jeden Fall eure Benutzerkonten vom Smartphone, wie zum Beispiel die von Apple oder von Google. Und auch solche Funktionen wie Wo ist, mit der ihr euer Smartphone wiederfinden könnt. Das erspart eine ganze Menge Arbeit. Wenn euer neues Smartphone nicht unbedingt niegelnagelneu sein muss, dann schaut doch mal bei Reuse My Mobile vorbei. Hier könnt ihr general überholte und getestete Smartphones zu einem guten Preis kaufen. Die Telekom versucht bei der Wiederaufbereitung darauf zu verzichten, Teile auszutauschen. Das heißt, hier werden auch wieder Rohstoffe gespart. Und eine Gewährleistung von 24 Monaten kriegt ihr auch obendrauf. Das heißt, hier seid ihr auch auf der sicheren Seite. Smartphone-Level geht weiter. Übrigens, ihr könnt euer neues, altes Smartphone natürlich auch versichern lassen. Insure My Mobile. Damit bekommt ihr die Garantie, dass in einem Schadensfall ihr innerhalb von 24 Stunden ein Ersatzgerät bekommt. Das alte, kaputte Smartphone wiederum, das wird wieder instand gesetzt und weiter benutzt. Habt ihr schon mal ein gebrauchtes Smartphone gekauft oder verkauft? Und welche Erfahrungen habt ihr damit gemacht? Schreibt gerne mal unten in die Kommentare. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder bei den Netzgeschichten.